Habt ihr schon Jovantore gelesen? Das ist Manga, made in Germany. Das Erstlingswerk von Daniel Eichinger besticht durch sehr düsteres und erstaunlich detailliertes Artwork. Die Geschichte ist ebenfalls finster, gemein und brutal und erinnerte mich auf nicht nur einem Panel sehr an Dark Souls, Bloodborne, Berserk und viele andere große Dark Fantasy Manga. Außerdem gibt es einen Twist, der mir ganz besonders gefallen hat. Ich kann diesen fantastischen Manga uneingeschränkt empfehlen.